Head of Development, ich sollte nicht so schnell reden, dann geht mir das auch leichter über die Lippen. Das ist Sebastian Heinlein. Klingt ganz schön nach Big Boss. Er arbeitet bei Constantin Entertainment und verrät uns, dass das alles andere als ein schnöder Anzugjob ist. Sebastian ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen und neuen Ideen. Und diesmal sage ich Hallo Basti ins Studio und nicht per Zoom. Hallo Maxi, servus. Schön, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat. Zu treffen auf jeden Fall, ja. So, jetzt spreche ich es langsam mal aus. Head of Development, also der Chef neuer Ideen. Der Chef neuer, ja, der Entwicklungstyp. Also ich hab eine ganz tolle Abteilung und bin da zwar der Kopf, aber ohne die wär ich's dann irgendwie auch nicht richtig. Von daher, ja, aber tatsächlich ist mein Job entwickeln. Du sagst, du bist der Kopf. Kannst du überhaupt am Produkt richtig arbeiten? Oder hast du so viele Leute unter dir, die dir alle Arbeit abnehmen? Spannende Frage. Ich habe letztes Jahr zum 1.4. Bei der Constantin angefangen. Und erstmal war das so Head of Development. Ja, ich probiere jetzt mal aus. Und das reine Entwickeln war mir dann zu wenig. Also ich würde mich schon noch so als Head of Development, Creative Director, Creative Producer irgendwie sehen, weil ich bin schon, die Dinge, die ich entwickle, möchte ich auch mitgestalten. Also ich sage jetzt nicht, hier ist die Idee, bitte macht, sondern mein Anspruch ist es, da möglichst lange zu flankieren. Ja, aber im Studio stehen so, das mache ich gerade nicht. Also flankieren heißt in dem Fall, du leitest die Leute an, wie sie vorgehen. Ich unterstütze die Redaktion bei ihrer kreativen Arbeit und guck, ob die Idee, die wir uns überlegt haben, auch so auf dem richtigen Weg ist letztendlich. Jetzt haben wir vorhin schon mit der vorherigen Gästin darüber gesprochen, 9-to-5 und Journalismus, wie passt das zusammen? Sie meinte eher, als Reporterin nicht so sehr unterschiedlicher Arbeitsalltag. Wie ist das denn bei dir? Also das ist auch für alle angehenden Medienmenschen, sage ich mal so. Ich glaube, das Commitment, das du in der Branche eingehst, ist kein 9-to-5. Hatte ich noch nie, aber wollte ich auch nie. Ehrlich gesagt ist es mir gar nicht so wichtig. Klar freue ich mich im Sommer im Biergarten am Abend zu sitzen und um 19 Uhr mit der Arbeit fertig zu sein. Aber das ist, das kann man so pauschal einfach nicht sagen, aber 9-to-5 ist es auf keinen Fall, würde ich auf keinen Fall. Du schüttelst ganz energisch den Kopf und lachst jetzt also, stattdessen. Wenn ich an meine Anfänge denke, das war damals, ich weiß nicht, Bulli-Parade und so, genau, da war ich Set-Aufnahmeleitungsassistent. Das heißt, ich habe den Aufnahmeleiter unterstützt, was eigentlich bedeutet, aber ich habe die Semmeln früh morgens um 5.30 Uhr beim Bäcker geholt und das Catering aufgebaut. Aber das waren so die ersten Schritte, weil ich unbedingt zum Fernsehen wollte. Und wenn da komme ich, glaube ich, mit einer 70-80-Stunden-Woche zurückblicken nicht hin. Aber das war, wie gesagt, ich glaube, wenn du auf was richtig Bock hast, würde ich die Zeit immer, es wäre so mein Tipp, ich würde es immer investieren, weil es kommt irgendwann die Payback-Zeit und dann kriegt man es zurück, was man reingesteckt hat. Ich wollte gerade fragen, nach den 70, 80 Stunden, warst du trotzdem happy danach? Immer. Ja? Ich habe noch nie irgendwas gemacht, wo ich nicht happy war und wenn ich mal einen Anflug von nicht happy hatte, bin ich weg. Echt so radikal? Ja, ich bin da ganz radikal, weil man lebt, das sind so Phrasen, also wenn hier ein Sparschwein wäre, wäre es wahrscheinlich schon voll, aber man hat ja einmal die Chance, seinen Weg zu gehen und da würde ich mich nie mit Quatsch aufhalten. Das wär nicht meins, ich muss das lieben, was ich mache und dann bin ich, glaube ich, würde ich jetzt mal für meinen Part sagen, bin ich da ganz gut. Und wenn ich was nicht mag, das merkt man auch bei mir ganz schnell. Also kannst du ja vielleicht für uns ein bisschen auseinanderklamüsern, wenn du so auf deinen Lebenslauf blickst. Wie bist du denn zu dem gekommen, was du jetzt machst? Also welche Stationen waren da vielleicht gut und welche waren eher so, wo du gesagt hast, so, da bin ich raus? Na, es war jede Station echt gut. Ich komme aus einer Kleinstadt und die war irgendwann auserzählt und habe ausgelost, in welche Stadt ich ziehe, weil ich nicht wusste, wo ich hin will. Wirklich? Ja, München, Hamburg, Köln, Berlin, Stuttgart war es, glaube ich, noch. Und dann habe ich München gezogen und habe mich mit einer Bart Simpson-Karte bei der Bravo beworben und habe drauf geschrieben, ich habe Ahnung von Musik, stellt mich ein, wenn ihr Lust habt, auf einen Typen, der sich mit Musik auskennt. Und dann haben die mich angerufen und dann saß ich neben dem Dr. Sommer-Team und durfte Leserpost beantworten. Das waren meine ersten Jobs. Und dann habe ich relativ schnell gecheckt, ich will unbedingt zum Fernsehen. Das war mein Ding damals, weil da gab es Bravo TV noch und der ganze Hype um Popstars und die ganzen Bands damals, das war Wahnsinn. Die da ein- und ausgingen, oder? Ein- und ausgingen und eine Million Auflage damals noch. Überleg mal, eine Wochenzeitschrift, eine Million. Und dann
habe ich mir echt immer Ziele gesetzt. Das ist auch echt sowas, was ich, ich habe lange die Volos, Volontäre bei Pro7Sat1 ausgebildet, im Storytelling, und da war immer für mich, ich habe denen immer gesagt, hey, setzt euch Ziele, also ihr müsst irgendwie einen Peil haben, wo die Richtung hingehen soll. Und es war bei mir ganz klar, ich hatte mir einfach in den Kopf gesetzt, irgendwann will ich Popstars als Redakteur oder als Producer produzieren. Also das Format. Das Popstars, Format, ja. Das war mein Big Dream, und dann habe ich mich dahin gearbeitet. Also ich bin, ja, ich habe nachträglich volontiert. Ich war bei zwei Produktionsfirmen, bei einer dann vom Praktikanten eben als rein und als Producer raus. Und dann habe ich mich beim Sender beworben, und dann war ich 7 Jahre in Unterföhring bei Pro7Sat1. Und da hatte ich schon, also es waren schon eine tolle Zeit auf jeden Fall, rückblickend. Aber auch die war irgendwann für mich dann irgendwie so nach Goslingate mit Joko und Klaas, wo ich involviert war oder involviert sein durfte, war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da ist jetzt auch eigentlich der Peak erreicht. Und okay, also du machst immer so fest an Ereignissen, die deiner Meinung nach gar nicht mehr übertroffen werden können. Ja, kann man echt so sagen. Okay. Kann man echt so sagen, ja. Also wir sprechen auch nochmal über Volontäre vor allem. Ich meine, dass das am Mittwoch ist, schalte da auch auf jeden Fall ein. Aber trotzdem jetzt die Frage an dich. Wie wichtig ist denn dein Volontariat oder wie wichtig war es für dich viel konkreter? Also für mich war es wahnsinnig wichtig, weil ich habe kein Studium. Ich komme noch aus der Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, würde mich mal total interessieren. Damals hat man gesagt, du musst ein Volontariat machen. Das ist das Allerwichtigste in der Medienbranche, um dort Fuß zu fassen. Ich würde sagen, für mich stimmt's, weil das war schon, ich bin direkt rein ins kalte Wasser dann doch nochmal und habe die Redakteursarbeit nochmal so, ja, von klein auf gelernt. Und also mir hat das Volontariat viel gebracht. Also ist das kalte Wasser, was du meintest, einfach zack, mach mal hier, du arbeitest jetzt. Ja, das fand ich damals gut. Ich war in so einer Firma, da wurde auch gar nicht, also heute, wenn ich die Volos bei uns sehe, die kriegen irgendwie 60 Schulungen, irgendwie bevor sie überhaupt den ersten Tag in der Redaktion gehen. Bei mir war das, hier ist ein Kameramann, das ist übrigens der Sebastian, und du, Sebastian, gehst jetzt mit Sebastian nach Ingolstadt und machst mal eine Straßenumfrage, und ich so, what? Aber das war so irgendwie ganz, sich Dingen einfach annehmen, es war auf jeden Fall damals, für mich zumindest. Und das war dann rein journalistisch, weil du sagst Straßenumfrage, das ist ja mal so ein klassisches JournalistInnen-Format. Journalist, das ist so ein, Journalist ist so ein großer Begriff. Mhm. Es war irgendwie, es war eine Comedy-Umfrage. Ne? Wir reden hier nicht von feuilletonistischen Wahnsinn, den ich da betrieben habe. Das war so Religionsumfrage, für was steht an den Türen CMB und so, weißt du. Und dann habe ich die Leute, aber das waren so, da war ich, hey, Anfang 20, das war irgendwie so. Ja, aber deine ersten Schritte, oder? In der Unterhaltung eigentlich. Ja, da bist du ja hängen geblieben, oder? Ist das so dein Metier? Nee, ich bin, mir macht Unterhaltungsfernsehen Spaß. Ich würde mich schon als, also ich fühle mich im Entertainment am wohlsten, sagen wir mal so. Warum genau? Ich glaube, weil ich ein Quatschkopf auch bin. Also ich habe schon immer gerne absurde Geschichten erzählt und wollte Leute zum Lachen bringen und irgendwie ist Entertainment für mich, die Leute haben so viel Stress und gerade auch zur jetzigen Zeit, es war immer so das Ding, ich habe immer am liebsten mit Menschen zusammengearbeitet, vor der Kamera, mit den Künstlern, Joko Klaas oder Luke, Mockridge in Sat.1, also immer Leute, die selbst das Gen haben, ich will Leute entertainen, das ist, ich würde mir manche Dinge gar nicht zutrauen, ich würde mich nie auf, weiß ich nicht, feuilletonistisch-politische Gefilde wagen, das ist nicht mein, da bin ich nicht zu Hause, ich bin schon immer eher, eher so fürs Krachige ein bisschen immer zuständig. Immer fürs bunte Fernsehen zuständig, ja. Wir haben vorhin auch schon über Chef der Ideen gesprochen. Was macht denn deiner Meinung nach eine gute Idee aus? Das klingt so abgedroschen, aber für mich ist immer, wenn ein Redakteur zu mir kommt, eine Idee pitcht oder irgendjemand, muss nicht ein Redakteur sein, sondern ein Volontär, sage ich immer, beschreib mir die Idee in einem Satz. Da scheiden schon mal, die meisten verlassen da schon den Raum. Mhm. Und dann merke ich immer, okay, wenn du eine Idee nicht in einem Satz beschreiben kannst, ist es, finde ich immer schwierig, zumindest aus meiner Erfahrung raus. Ja? Wenn man jetzt, weiß ich nicht, an große Shows denkt wie Voice of Germany, da war immer, hey, das ist die erste Musikshow, wo nur die Stimme zählt. Und ich habe die Show verstanden. Oder wenn ich Game of Thrones irgendwie angucke, das ist die erste Serie, die Helden killt. Okay, ich habe die Show, ich habe die Serie verstanden. Also es ist immer für mich so ein Satz, ist immer für mich ein gutes Indiz, dann ist die Idee auf einem guten Weg. Dann ist für mich ein guter Gradmesser, wenn ich die Idee jemandem erzähle, ist der voll bei der Sache und ich habe das Gefühl, den habe ich damit? Oder ist der so, okay, wann ist das Meeting vorbei? Das sind so Kleinigkeiten, wo man schon mal erkennt, ob eine Idee gut ist.
Warum ist es so wichtig, die Idee so zuspitzen zu können, dass sie in einem Satz funktioniert? Weil der Pitch dadurch viel knackiger ist und viel mehr Laune macht. Also wenn ich erstmal ewig ausholen muss und eine Idee erkläre, ja, stellt euch vor, da gibt es eine Bäckerei, da sind zwei Menschen drin und die haben beide 14 Taler und dann kommt der rein und der muss 14 Quizfragen beantworten, hat aber noch im Ohren, dann wäre ich schon so, what? Also ich finde irgendwie, gerade jetzt auch, wir mussten ja unsere ganzen Pitchings umstellen durch Corona. Jetzt, ich muss jetzt via Teams pitchen. Ist ja noch mal schwieriger, weil eigentlich sitzen wir uns jetzt gegenüber und ich mag total die Mimik, deine Gestik und ich merke, bist du jetzt bei der Sache oder bist du eher so, nicht abgelenkt, höre ich nicht zu. Genau, und das ist so bei Teams so schwierig und deswegen die Zeit effektiv zu nutzen, deswegen würde ich immer, egal was für Ideen es sind, ich spreche jetzt primär von Content-Ideen, aber ich finde auch, wenn jetzt draußen Studenten zuhören, die auch Ideen pitchen müssen, würde ich immer versuchen, den Pitch so zuzuspitzen, dass ich selbst Bock habe, mir das anzuhören. Das ist immer so ein Ding, mag ich mir selbst gerade zuhören und habe ich mir schon wirklich genug Gedanken gemacht, dass der Pitch on point ist. Weil der Pitch, du hast diese eine Chance. Also das ist, du hast die eine Chance, eine Idee zu platzieren, die muss einfach sitzen. Das ist ja auch schon eigentlich wieder Entertainment, oder? Also ich muss schaffen mit meiner Idee, zu unterhalten, die Leute zu überzeugen. Jetzt haben wir hier wieder eine Frage aus Slido. Da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mitzudiskutieren, einfach eure Fragen reintippen, einfach mit dem Hashtag StartIntoMedia abchecken. Die Frage, die wir bekommen haben, an dich, Basti, ist das eigentlich okay, Basti? Ich sag Basti, du wirst hier mit Basti angeschrieben. Du liebst Entertainment, sagt die Fragestellerin. Ja. Ist es dennoch möglich, nachträglich das Genre zu wechseln? Ja, also Entertainment ist ja breit. Mhm. Also die Frage ist halt, was für ein Genre reizt. Aber grundsätzlich ist, wenn man, egal welches Genre man betritt, man sollte sich, wenn man mit Storytelling einigermaßen fit ist, dann kann man, finde ich, sich jedes Genre aneignen. Ist immer nur eine Leidenschaft, auf was man Lust hat. Aber ich bin auch durch diverse Genres geswitcht. Ich habe Reality, ich habe auch schon Factual-Formate gemacht, ich habe auch schon Magazine. Also das heißt schon, also das heißt auch faktenbasierte, faktenbasierte Formate. Ich habe Galileo als prominentes Beispiel, was jetzt ist ja kein Entertainment. Ja, das ist, da habe ich auch schon Beiträge gemacht. Für mich ist nur die Leidenschaft ganz klar beheimatet in Entertainment. Ich würde aber nicht sagen, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man ein Genre switchen kann. Sollte man sogar, finde ich, um sich einen guten Überblick zu verschaffen, was es alles gibt. Ja. Wir kommen noch mal kurz zurück zu den Pitches, die du über Teams machst. Jetzt pitche ich dir was und du sagst, nee, finde ich nicht gut. Wie soll ich da jetzt umgehen damit, mit so einer Absage? Ich würde nie sagen, finde ich nicht gut. Würdest du nicht? Okay, nein. Da habe ich dir was in den Mund gelegt, genau. Nee, ich würde dir begründen, warum ich es noch nicht passend finde. Mhm. Nicht gut ist immer so, ich sage auch immer zu den Volontären, da gibt es ja unterschiedlichste Charaktere. Manche kommen rein, sind schon so voll, jetzt gib mir endlich was zum Entwickeln, ich will loslegen. Und dann gibt es ja eher dann auch Volontäre, die kommen rein, sind erstmal sehr introvertiert, was voll okay ist. Nur ist natürlich für sehr introvertierte Menschen ist gleich ein bisschen schwieriger in der Branche, weil, also zumindest in der Branche, wo es viel geht, ich will pitchen, ich will das machen und hör dir das mal an und nee, so ist es besser. Ich sag dann aber immer, was ich an der Idee noch nicht rund finde und dann ist es mir wichtig, dass die Person nochmal kommt. Ja. Und dann nochmal sagt, was sie verändert hat. Also, dass du siehst, dass so ein Prozess stattgefunden hat in dem Fall? Ja, unbedingt. Finde ich auch wichtig, gerade für Leute, die frisch in der Branche sind. Ich finde, die müssen die Chance bekommen, ihre Ideen auch nochmal präsentieren zu dürfen, weil es ist halt ein Lernprozess. Ich habe die Chance oft nicht, wenn ich bei einem Sender pitch und der Sender sagt, die Idee finden wir total krütze, dann ist es durch. Keine zweite Chance. Das gehört aber zu meinem, das ist eigentlich das Schwierigste an dem Job momentan, zu akzeptieren, wenn Ideen dann gar kein Zuhause finden. Also es kann schon durchaus passieren, dass ich 10 Formate pitche, an die ich glaube und es passiert nicht. Und wie machst du das mit dir selber aus dann? Ich habe so diesen inneren Ehrgeiz, dann ist es halt Nummer 11. Oder ich versuche erstmal zu entschlüsseln, warum waren es die 10 nicht. Aber wenn ich an ein Format ganz extrem glaube und eine Überzeugung bin, dass das auch passt, habe ich das eigentlich bis jetzt immer zumindest in die nächste Runde geschafft. Ja. Und die nächste Runde heißt in dem Fall? Die nächste Runde, ja, dann sagt der Sender oder Streamer, oder wir entwickeln ja nicht nur für lineares Fernsehen, oder Streamer sagt, hey,
finden wir spannend. Die und die Stellschrauben müsst ihr noch konkreter ausarbeiten, dann geht man wieder hin. Okay. Genau. Du hast jetzt vorhin auch schon über Storytelling gesprochen. Wie wichtig ist das denn für Formate, für Ideen an sich, da konkretes Storytelling zu betreiben? Ich finde Storytelling auch bei einer Wohnungsbesichtigung wichtig. Von daher, also ich glaube... Allumfassend. Ja, total. Ja? Also ich glaube, wenn du Storytelling beherrschst, gehst du immer mit 1-0 Führung ins Spiel. Also wenn du einen Pitch gut aufbaust, wenn du die Geschichte gut erzählen kannst, wenn du dir vorher überlegst, was du erreichen möchtest und den Weg davor genau dahin baust, dass das klappt und das funktioniert halt auch. Das finde ich schon sehr wichtig. Also sollte sich jeder aneignen, egal welche Branche, würde ich jetzt mal sagen. Also Storytelling finde ich wirklich immens wichtig. Die Medienbranche an sich ist ja eigentlich sehr niederschwellig geworden, dank Social Media und Co. Also könnte eigentlich jeder daherkommen und sagen, meine Idee ist es wert, vermarktet zu werden. Welche Tipps hättest du denn für zukünftige PodcasterInnen vielleicht unter uns? Ja, einfach machen. Nein, weil ich hatte lustig, dass du, also ich habe ja auch einen eigenen Podcast, einen Comedy-Podcast seit 1,5 Jahren, glaube ich. Und es war auch so, dass jeder zu mir am Anfang gesagt hat, ja, Comedy-Podcast, also es gibt so viele Comedy-Podcasts und so. Und ich so, ja, aber es gibt keinen, der ist wie meiner. Deswegen mache ich es einfach. Und aber auch hier habe ich mir überlegt, wie würde ich das angehen, dass es eine Chance hat zu funktionieren. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich Gedanken macht, wenn man an einer Idee arbeitet, dass es sich irgendwie ein Stück weit unterscheidet von dem, was es gibt. Zum Beispiel bei mir war es so, ich habe Lust auf einen Podcast gehabt, aber ich wusste, es gibt viel zu viele mit zwei Männern. Deswegen wollte ich ihn unbedingt mit einem weiblichen Part und meiner Wenigkeit. Und die Rechnung ging halt dann auf, zum Glück. Das heißt, du hast da auch viel verglichen, was es schon gibt auf dem Markt. Ja, aber gar noch nicht so sehr reingehört, weil ich immer mein eigenes Ding machen wollte. Aber ich habe schon geguckt, wo ist ein Need? Also wo glaube ich, dass wir Aufmerksamkeit bekommen könnten? Ohne jetzt irgendwie zu sagen, hey, wir haben jetzt eine eigene Fernsehsendung sogar damit bekommen auf Six. Von daher ging der Weg besser auf, als ich es eben ja erträumt habe. Aber wir hatten nie die Ziele, wir wollen irgendwann mal in Spotify-Charts auf Platz 120 sein. Daran habe ich nicht gedacht, aber dass das geklappt hat, ist natürlich cool. Aber schon am Anfang, wenn man eine Idee kreiert, sollte man gucken, sticht die irgendwie raus? Ist da irgendwas, was anders ist als das, was es gibt? Also sollte man schon sich vorher mal zumindest mal überlegen. Ich bin jetzt auch kein Streber, ich bin alles andere als das. Also ich scanne nicht da. Ich habe Kollegen, die scannen den kompletten Markt. Einer meiner Redakteure kennt den kompletten internationalen Markt. Den frage ich, was gibt es Neues in Israel? Dann sagt er mir, ja, die Show ist dort. Die Podcast-Show oder die Show. Ja. Oder die Idee und das Podcast-Thema und bla bla bla. Also so bin ich nicht. Aber ich überlege mir schon vorher so, ey, okay, wenn ich jetzt eine Musikshow entwickle, warum braucht ein Sender gerade eine Musikshow und wie müsste die sein, dass sie sich abhebt, ja. Also, dass man da zusammenkommt einfach. Genau. Ja, und dass man Aufmerksamkeit generiert. Ne? Du willst ja aus der Masse rausstechen. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts es jetzt allein in Deutschland gibt. 10.000 vielleicht. Ich glaube, vor kurzem waren es mal 8 oder sowas. Aber ich glaube, 10 sind es mittlerweile. Verbessert mich. Am Mittwoch ist, glaube ich, euer Podcast-Tag. Ne? Oder ganz genau, ja. Da muss schon was passieren, dass man auffällt, auf jeden Fall. Aber ich kenne auch zwei Mädels, die haben einen der erfolgreichsten Crime-Podcasts Deutschland am Start. Und die haben halt am Anfang ganz genau überlegt, wie sie dafür Werbung machen. Und das sind die total clever angegangen. Mhm. Also die kannte vorher auch keiner. Es sind keine prominenten Mädels oder irgendwas, die von Grund auf mal für einen Podcast entscheiden. So, ja, oder wenn jetzt Klaas von Late Night Berlin einen Podcast rausbringt, dann hat er halt auf einen Schlag über 100.000 Hörer, weil er einfach Klaas ist. Und die beiden hatten das nicht. Und die sind wirklich in jedes Crime-Forum im Netz und haben reingeschrieben, hey Leute, es gibt einen ganz interessanten neuen Podcast, hört mal rein, bla 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 bla. Und so haben die halt echt mit viel Mühe sich eine gewisse Reichweite verschafft und also es gibt immer einen Weg, es ist keine Ausrede, ich bin nicht prominent. Und vor allem gibt es nicht den einzigen Weg, oder? Nein. Den es zu gehen gibt. Nein. Genau. Nee. Wir haben jetzt schon von TV-Shows über Podcasts wieder zu TV-Shows, weil du jetzt erzählt hast, ihr seid auch bei Six unter anderem. Ist es denn überhaupt wichtig, für welches Format eine Idee funktioniert oder ist das eher zweitrangig, die Idee vor dem Format TV-Podcast? Naja, die Idee ist am Ende ja das Format. Mhm. Also ich finde, eine Idee ist ja am Anfang kommt ein Redakteur rein oder ich sage, hey, lasst uns was mit
mit Hunden machen, keine Ahnung. Und am Ende sitzen wir in vielen Brainstormings zusammen und überlegen, okay, wie könnte die und die Show aussehen? Und dann entsteht ja aus dieser Idee das Format, im Grunde genommen würde ich das gar nicht so trennen. Also jetzt, wenn ich fürs Fernsehen spreche, spricht man am Ende von dem Format, aber das Format entsteht immer aus einer Idee, also hängt es zusammen. So. Also das geht schon einher. Findest du, würdest du sagen, Podcast ist einfacher als TV? Warum nicht? Podcast ist für mich das neue Stand-up, wenn man jetzt nicht von einem extrem detailliert vorbereiteten Podcast ausgeht. Aha. Ich finde, Podcast ist für mich super spannend, weil es, also wir schneiden zum Beispiel auch nicht unseren Podcast, das heißt, wir reden das, was wir reden, und wenn es uns am Ende auf die Füße fällt, fällt es uns auf die Füße. Aber ich finde, das hat beides seine absolute Berechtigung. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so unsere Hörer mal so das Feedback scanne, die lieben das einfach, diesen Content auf dem Weg zur Arbeit konsumieren oder während der Arbeit, wenn sie im Lager irgendwo irgendwas sortieren müssen, hören die halt einfach. Ich glaube, das ist schon eine sehr moderne Form der Content. Des Content-Genusses, würde ich immer sagen, aber das gute Fernsehen ist natürlich auch spannend. Ich finde beides total. Und bist du, also ich würde mal tippen, ja, wahrscheinlich. Du bist schon immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, total. Oder? Seit dem Podcast. Gibt es denn da aktuell was, wo du sagst, oh, das könnte in Zukunft ein neues Projekt werden? Für mich? Für dich, ja. Nee. Ich bin wirklich gerade an dem Punkt, da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich mit dem, was ist, sehr glücklich bin. Ja. Weil bei mir schon so, ich bin gespannt, was nach Podcast so der neueste Trend wird, weil ich glaube, Podcast hat langsam, in meinen Augen, ich kann schon gar nicht mehr lesen, wenn jetzt jemand schreibt, ey Leute, ich habe einen neuen Podcast rausgebracht. So, aber ist auch unfair, aber es ist halt irgendwie, wir waren ja schon spät dran, vor 1,5 Jahren. Ne? Ich habe damals bei Brainpool mit Tommy Schmidt vom Gemischten Hack zusammengearbeitet, der Autor war. Und der war ja schon bei Folge 60, als wir angefangen haben. Also wir waren jetzt auch nicht Early Adopter irgendwie. So, aber ich bin mal gespannt, was der nächste Trend wird. Also jetzt mit Fayo, da kommt ja am Mittwoch der Stan, mit dem habe ich ja auch zusammengearbeitet. Eine eigene Podcast-Plattform sogar. Eben, ja. Mhm. Und da ist auch noch mal eine Schippe draufgelegt worden. Da werden ja jetzt richtige Serien geschrieben. Mhm. Ja, ein guter Freund von mir ist bei der Süddeutschen, der schreibt auch gerade einen fiktiven Stoff für einen Podcast. Also das ist echt super. Das Feld an Chancen wird viel breiter. Das ist das Tolle. Damals war es irgendwie so, da war Fernsehen König Nummer 1. Mhm. So alle wollten zum Fernsehen. Und jetzt ist es einfach, du kannst Content auf so vielen Wegen irgendwie verbreiten oder auch irgendwie angehen, wenn ich jetzt das, ich sehe Stars, die waren noch nie im Fernsehen, die sind Stars. Wenn ich jetzt irgendwie... Allein durch Social Media, durch Podcasts. Total, wenn ich eine Caro Dauer sehe, die zu einer der erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland geworden ist, ich möchte nicht wissen, wie viele Fernsehangebote die abgelehnt hat. Die sagt einfach, okay, es geht auch ohne und ich bin meinem Weg gegangen. Und das ist eigentlich für alle, die jetzt in die Branche reingehen, eigentlich ein super Signal. Also ich würde mich jetzt freuen. Also ich bin happy, dass ich da bin, wo ich bin, nach 20 Jahren, wo ich den Wahnsinn schon mache. Aber ich würde mich auch freuen, jetzt gerade wieder anfangen zu dürfen, weil das Feld einfach so krass ist. Wenn ich das jetzt heute sehe, hier, was hier auf die Beine gestellt wurde, ist ja auch krass. Also hätte man das vor 5, 6 Jahren irgendwie gedacht, dass man so eine Sache mal streamt komplett? Also klar, jetzt auch bedingt durch Corona, aber ich finde es spannend. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, total. Ich so wenn ich jetzt gleich Tschüss sage zu dir, Basti, und du gehst durch die Tür heraus, wie geht denn dann dein Arbeitsalltag weiter? Ich habe vorhin, deine Kollegin hat mich schon gefragt, ich habe diesen Slot echt hart umkämpft, dass der frei blieb. Ja. Ich gehe direkt in... ich verrate ja nicht zu viel. Wir haben einen großen Amazon-Pitch vor der Nase und einen großen RTL-Termin. Und die beiden müssen vorbereitet werden. Da kümmere ich mich jetzt das danach. Viel Input, den du zu bewältigen hast. Ja, total. Das ist aber so der Nachteil an Corona. Ist ein bisschen für die Kreativen schon dieses per Teams miteinander brainstormen. Ist nicht so einfach, wie wenn man jetzt zusammensitzt. Aber egal. Aber es funktioniert auch trotzdem irgendwie. Total. In dem Fall, ja. Total. Super, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns deine Einsichten geteilt hast. Dankeschön.